weihnachtliche Musik, stimmungsvoller Lichterglanz und der Duft von gebrannten Mandeln liegt in der Luft. Die Weihnachtszeit für mich ist immer eine der geschmackvollsten des ganzen Jahres. Und was gehört definitiv dazu? Der Besuch eines Weihnachtsmarktes. Udo Venema und sein Team haben sich in diesem Jahr ganz besondere Mühe hier in Nordenham gegeben. Denn das Weihnachtsdorf ist eröffnet und wir schauen uns das heute mal an. Veranstalter Udo Venema hat das ganze Weihnachtsdorf hier in Nordenham aufgebaut und wir haben ein paar Fragen an ihn. Udo, wie kam es denn eigentlich dazu? Warum das Weihnachtsdorf? Naja, ich habe in den Jahren davor schon immer einen Adventskalender aufgestellt und mir war einfach zu wenig Betrieb und habe dann mal überlegt, was kannst du denn so machen? Dann bin ich mal so über die Dörfer geschlichen und habe unter anderem auch im Harz in Quedlinburg mal einen Weihnachtsmarkt besucht, der leider wegen Corona damit einmal auch wieder abgebrochen wurde. Aber es waren so einige Eindrücke, die ich da erhaschen konnte. Und aufgrund dessen habe ich gesagt, so ähnlich könntest du dir das vorstellen. Wie viele Hütten finden denn die Besucher hier vor? Von den Hütten, die den einzelnen, sagen wir, handwerklich orientierten Leuten aufgestellt worden sind, haben wir 18. Mhm. Es gibt da so Leute, die sind hier und haben irgendwelche Holzschnitzereien gemacht oder die sind welche dabei, die haben irgendwelche Gravuren. Es sind welche, die haben zum Beispiel ihren Honig oder andere Produkte hier ausgestellt. Wie ist es denn mit den kleinen Türchen? Können Sie da noch mal was zu erzählen? Was hat es damit auf sich? Ich wollte ganz gerne für die Kinder was machen. Die Kinder sollten in der Vorweihnachtszeit ein bisschen Freude haben und ich habe dann 24 so kleine Häuserfassaden bauen und malen lassen und die dann eben entsprechend durchnummeriert. Dann bin ich dabei gegangen, habe mir Sponsoren gesucht, die dann 20 Geschenke an jedem Tag dann praktisch zur Verfügung gestellt haben. Die habe ich mir dann vernünftig und schön einpacken lassen und am 1. Dezember geht das wie immer, ein Adventskalender losgeht, dann auch bei uns los und dann kommt der Weihnachtsmann. Und der schenkt dann 20 der Kinder, die eine solche Berechtigungskarte haben, die man vorher erwerben musste, verschenkt er dann diese kleinen Pakete und das kommt super an. Toll, auf jeden Fall ein super Rahmenprogramm für Kinder. Ja. Was können denn die Erwachsenen noch im Dezember von hier erwarten? Wir haben ein Programm auf die Beine gestellt, welches so gegen 16 Uhr, 16.15 Uhr beginnt. Da werden dann Geschichten, Märchen und irgendwelche Sachen vorgelesen von Leuten, die hier aus dem Ort kommen. Und dann gibt es jetzt demnächst, in den nächsten Tagen, gibt es dann mal einen Kinderchor, mal einen Posaunenchor. Dann haben wir für den Transfer der Leute gesorgt aus der Innenstadt Nordenhams mit unserer kleinen Wegebahn. Das ist so eine Wegebahn, wie man die in Urlaubsorten kennt. Die hat insgesamt 50 Plätze und die fährt dann von Nordenham im Stundentakt hierher. Es gibt ein Couponheft. Die Leute, die dann hier was verzehren wollen, können zum Beispiel mit diesen Coupons zum vergünstigten Kurs dann ihren Glühwein, ihre Bratwurst, ihren Berliner, ihre Waffel oder was auch immer dann verzehren. Und alle, die hierher kommen, könnten, wenn sie wollen, an einem Gewinnspiel teilnehmen. Wir haben so Teilnahmekarten und diese Teilnahmekarten, die kriegt man kostenlos. Und es werden dann jeden Donnerstag vom 1. Dezember an, jeden Donnerstag immer entsprechende Preise verlost. Das ist ein ordentliches Rahmenprogramm, würde ich sagen. Wir schauen uns jetzt noch ein bisschen um und gucken mal, was es auch das Stichwort Verzehr noch so zu bieten hat. Ja. Und vielen Dank für das Interview. Ja, gerne. Dann nehme ich den Glühwein mit. Ja. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, ich glaube, ihr habt einen ganz guten Eindruck bekommen, was man hier alles im Weihnachtsdorf in Nordenham sehen kann. Ihr habt hier 18 kleine, liebevoll hergerichtete Buden. Und hier kommt auf jeden Fall weihnachtliche und gemütliche Stimmung auf. Also schaut noch bis zum 24. Dezember vorbei und genießt mit eurer Familie, euren Freunden oder Kollegen eine schöne Weihnachtszeit. Prost!